Die Fastenzeit ist eine Zeit zum Zunehmen. Die Fastenzeit ist eine Zeit zur Heilung. Die Fastenzeit ist eine Zeit zum Nachhausekommen. In den 40 Tagen vor Ostern bereiten wir uns durch Fasten, Gebet und gute Werke innerlich und äußerlich auf die Feier von Ostern vor. Zu Ostern begehen wir das große Fest unserer Erlösung. Wir feiern das Leiden, das Sterben und das Auferstehen Jesu Christi. Fastenzeit, eine Zeit zum Zunehmen. Normalerweise glaubt man, die Fastenzeit ist dafür da, dass wir abnehmen, weil wir weniger essen. Das mit weniger Essen, das stimmt. Wir sollen Verzicht üben in Speis und Trank, bei den Süßigkeiten, beim Fleisch, beim Alkohol, bei Genussmitteln. Viele fasten auch beim Medienkonsum. Da sollen wir uns reduzieren. Gleichzeitig sollen wir in der Fastenzeit zunehmen. Zunehmen im Glauben an Gott und im Vertrauen auf Gott. Zunehmen in der Hoffnung auf das, was Gott uns schenken wird und auf die Erlösung in Jesus Christus. Und zunehmen in der Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Das ist der innere Sinn vom Fasten, dass wir stärker werden in allem Guten, stärker werden in den Tugenden und mehr und offener werden für das, was Gott uns in dieser heiligen Zeit schenken wird. Die Fastenzeit ist aber auch eine Zeit für die innere Heilung. So vieles ist zerbrochen in uns selber, in unseren Beziehungen, in unserer Gesellschaft, in der Welt. So vieles verstehen wir nicht. So vieles macht uns Sorge, so vieles macht uns Angst. Die Kriege, die wirtschaftliche Unsicherheit, die Frage, wie wird es weitergehen. Die Fastenzeit ist eine Einladung an uns alle, uns neu für die Gnade Gottes zu öffnen. Im Gebet uns vertrauensvoll an ihn zu wenden, sicher zu werden, dass er alles in der Hand hat. Sicher zu werden, dass nicht alles gut ist, aber dass alles gut wird, wenn wir Gott unser Vertrauen schenken. Viele Möglichkeiten haben wir, diese Heilung von Gott her zu empfangen. Eine ganz besondere ist auch das Sakrament der Beichte, wo wir unsere Sünden, unsere Schuld bekennen und Gottes Vergebung, Barmherzigkeit und sein Erbarmen von neuem empfangen. Und schließlich ist die Fastenzeit eine Zeit, um nach Hause zu kommen. Unsere Heimat ist im Himmel, schreibt der Apostel Paulus einmal. Unsere Heimat ist letztlich ganz einfach Gott. Wir Menschen entfernen uns immer wieder von Gott. Wir verlieren ihn aus dem Blick. Wir vergessen ihn manchmal ganz einfach. Manchmal ist unser Leben so vollgefüllt mit vielen Dingen, dass wir Gott gar nicht mehr wahrnehmen, ihn nicht mehr hören, ihn nicht mehr spüren, ihn nicht mehr sehen. Zu Gott zu kommen heißt nach Hause zu kommen, eine geistliche Heimat zu haben, eine Heimat für die eigene Seele zu finden. Fastenzeit ist eine Zeit, um bei Gott anzukommen und bei ihm Frieden, Liebe und Angenommenheit und Geborgenheit zu finden. Zunehmen in allem Guten, Heilung suchen und empfangen und bei Gott zu Hause sein. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine gnadenreiche, gesegnete Fastenzeit und ein gutes Zugehen auf das hohe Fest von Ostern.